Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Sandy Swiss an. Diese hat über Webinarfly geschrieben, welches sie mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Webinarfly Erfahrungen. Webinarfly WordPress Plugin. Beim Online-Marketing gibt es verschiedenste Strategien, um Interessenten oder Kunden zu gewinnen. Gefühlt kommen monatlich neue hinzu. Webinare hingegen sind schon seit längerer Zeit in der Szene sehr beliebt, da sie hervorragend konvertieren. Mit dem Webinarfly-Plugin von Sitechiripur bekommt man bei WordPress eine Funktion, mit der man leicht Webinare auf seiner bestehenden WordPress-Seite einbinden kann. In meinem Webinarfly-Erfahrungsbericht will ich euch berichten, was das Plugin kann und ob sich der Kauf lohnt. Der Macher von Webinarfly, Sitechiripur. Seit 3 Jahren ist der Werte her nicht mehr aus der Szene wegzudenken. Sitechiripur hatte 2013 sein Studium Wirtschaftsingenieurwesen abgebrochen und stieg in der Online-Marketing-Szene ein. Damals stieg er als Affiliate-Marketer ein. Ein Jahr später schon erschien sein Evergreen System, ein digitales Infoprodukt, welches zu dem Zeitpunkt seinesgleichen suchte. In diesem Kurs erzählte er, wie man sich ein automatisches Geschäft im Internet aufbaut, für passive Einkommensströme. Mittlerweile hat er diverse Kurse am Markt, das Evergreen System komplett überarbeitet, sein erstes eigenes Plugin und ist Gründer mehrerer Unternehmen. Warum Webinare? Für wen sind Webinare interessant? Webinare sind Seminare, die online gehalten werden. Der Vorteil ist, dass diese eine sehr hohe Conversion-Rate aufweisen und man in der Regel auch sehr hohe Verkaufsrate damit erzielen kann. Sie sind ein idealer Lead-Magnet, die bei einem Aufbau oder Ausbau einer E-Mail-Liste für enorme Fortschritte sorgen können. Wenn sich ein Teilnehmer einschreibt, dann weiß man, dass dieser Teilnehmer vorab schon Interesse zeigt. Auf dieser Basis lässt sich sehr gut arbeiten, da man das Interesse nur noch umwandeln muss in eine Kauflust. Im Webinar selbst werden so viele Informationen gegeben, dass man Lust auf mehr bekommt. Lust auf mehr könnte ein Videokurs sein, ein E-Book oder auch ein physisches Produkt oder Dienstleistung. Der Teilnehmer muss dafür nicht einmal sein Haus verlassen, da er alles bequem von zu Hause aus erreichen kann. Das wiederum ist auch ein Vorteil für den Werbenden, denn in der Komfortzone fühlt sich der Interessent wohl und bleibt eine lockere Atmosphäre. Webinare werden vor allem von Affiliate-Marketer, Coaches, Dienstleistern, MLM-Unternehmen oder Online-Unternehmern mit eigenen digitalen Produkten genutzt. Letztlich sind sie interessant für alle Menschen, die etwas verkaufen wollen. Webinarfly Funktionen. Generell unterscheidet man zwischen automatisierten Webinaren und Live-Webinaren. Die automatisierten werden einmal vorab aufgenommen, bearbeitet, verarbeitet und hochgeladen. Bei Webinarfly kann man dann nach Belieben einstellen, wie oft das abgespielt wird. Zum Beispiel könnte man ein Webinar dreimal täglich laufen lassen, zu bestimmten Uhrzeiten oder jeden zweiten Tag oder nur an festen Daten. Für den Zuschauer soll es dann so aussehen, als seien diese terminierten Online-Seminare dennoch in Echtzeit, also live. Die Videos kann man auf einer Plattform seiner Wahl hochladen. Die Software erkennt dies automatisch und wandelt es so ab, dass es eben wie ein Live-Video aussieht. Der Zuschauer kann dann zum Beispiel nicht sehen, dass es von YouTube stammt, kann das Video nicht pausieren oder herunterladen. Trotzdem kann man auch echte Live-Webinare halten und diese mit dem Plugin erstellen oder einstellen. Für beide Varianten gibt es eine Chat-Funktion, die man aktivieren oder auch deaktivieren kann. So haben die Zuschauer die Möglichkeit, untereinander zu chatten, was ein positives Gefühl der Interaktivität auslöst. Auch die Designs rund um die Seite lassen sich verändern. Die Vorlagen wurden jahrelang geprüft und getestet. Nur die Besten haben es die Software geschafft. Die Auto-Webinar- und Live-Webinar-Software ist aber noch nicht alles. So bekommt man mit dem Plugin unter anderem noch einen Page-Builder. Mit diesem kann man in wenigen einfachen Schritten eine Seite erstellen, in der man die Leute zum Webinar einlädt. Das ist dann wie eine Art Landing-Page mit einem Anmeldeformular, wo die Besucher sich einen Termin aussuchen können, an welchem sie teilnehmen wollen. Mit dem integrierten Mail-Responder bekommen sie auch automatisch direkt eine E-Mail nach der Anmeldung, sowie eine Mail kurz bevor das Webinar startet mit dem persönlichen Link, der sie zur entsprechenden Seite weiterleitet. Für alle, die bereits E-Mail-Marketing betreiben, gibt es noch eine erfreuliche Nachricht. Webinarfly verfügt über eine Clicktip-Schnittstelle. Clicktip ist wohl die bekannteste E-Mail-Marketing-Software, die es gibt. Zusammen mit dem neuen Lead-Magnet und Clicktip lassen sich die Verkaufszahlen steigern. Webinarfly-Erfahrungen. Webinarfly-Review. Das Plugin ist sehr durchdacht und extrem gut gemacht. Es funktioniert übrigens auf allen Betriebssystemen und es ist keine Zusatzsoftware, außer WordPress selbst natürlich notwendig. WordPress-Plugins wie dieses lassen sich extrem leicht installieren. Wer sich damit noch nicht auskennt, der findet dafür diverse Tutorials. Die Bedieneroberfläche ist strukturiert und simpel, sodass man auch als blutiger Anfänger hier schnell den Durchblick bekommen sollte. Webinarfly hat eine klare Aufgabe und diese lässt sich auch dementsprechend schnell umsetzen. Theoretisch soll es möglich sein, in nur 20 Minuten seine Verkaufsmaschine komplett eingerichtet zu haben und online zu stellen. Das kann ich so nicht bestätigen, da ich prinzipiell mich mit solchen Plugins sehr lange beschäftige und ich mir gerne bei den Einstellungen Zeit lasse. Ich bin auch der Meinung, dass man in 20 Minuten sicher nicht das Beste herausholt.
Das schafft man vermutlich, wenn man die Software schon ein paar Mal verwendet hat und jeden Klick auswendig kennt. Aber für den Anfang halte ich es für unwahrscheinlich. Zurück aber zu den Funktionen. Was soll man sagen? Es funktioniert eben. Der Page Builder ist ebenso einfach zu verwenden wie die Webinar-Software. Mit dem Page Builder habe ich bisher nur herumgespielt, aber auch dieser machte bis dato einen soliden Eindruck. Man kann aus vielen Vorlagen auswählen, die allesamt mächtig was hermachen. Mit Webinarfly hat Zeitschiripu meiner Meinung nach ein Plugin veröffentlicht, was sowohl für Anfänger als auch für alte Hasen ein echter Mehrwert ist. Einfache Bedienung und maximale Effizienz ist hier gegeben. Und es ist auch das, was wir uns alle wünschen. Wer sich bis heute noch nicht an Webinare getraut hat, weil davon ausgegangen wurde, es sei zu kompliziert, der sollte es auf jeden Fall mit diesem Plugin versuchen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.